Moin Jungs, da bin ich wieder und zwar heute mit diesem Outfit-Glitch möchte ich euch zeigen, wie man Hut oder Helm, Brille und Maske gleichzeitig tragen kann. Für die Leute, die es immer noch nicht wissen, wie das funktioniert, zeige ich es euch. TS Gaming hat es relativ schnell innerhalb einer Minute, glaube ich, geschafft, es zu erklären. Da denke ich mir, das schaffe ich schneller. Und zwar, ihr müsst euch im Apartment oder am Pier oder so, da wo die Fernrohre stehen, euch so daneben hinstellen, so dass links oben die Meldung kommt. Danach müsst ihr mit dem linken Stick von dem Fernrohr weglaufen und dabei zwei, dreimal X drücken, damit ihr wegrennt. Wenn ihr das gemacht habt, sofort die rechte Taste auf dem D-Pad drücken, damit er quasi ans Fernrohr hinläuft. Wenn er aber dann ans Fernrohr hinläuft und nichts macht, außer seine Maske abzuziehen, hat alles geklappt. Dann müsst ihr das Interaktionsmenü öffnen und natürlich Helm, Mütze, Brille, alles was ihr halt wollt, anziehen. Und dann einfach 2-3 Meter weglaufen und schon zieht ihr automatisch die Maske wieder auf und ihr habt es geschafft. Das war es eigentlich schon mit dem Glitch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt es kapiert. Und wenn es so ist, dann lasst mich es wissen mit einem Like-Button und Grüße an TS Gaming, ich war schneller. Und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao Jungs. Und jetzt mache ich noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, wir haben ja bei dem Rockstar Video Editor Wettbewerb teilgenommen. Über das Musikvideo von Little Dragon Wanderer. Und wenn ihr mich da unterstützen wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung vom Social Club von dem Video. Bitte liked das Video so gut wie es geht. Also bitte macht da wirklich alle mit. Weil ich glaube, ein Video, wo da beim Social Club viele Likes hat, das wird einfach besser berücksichtigt von Rockstar und Little Dragon. Und dadurch denke ich jetzt mal, dass meine Chancen dadurch höher werden, das Ding zu gewinnen. Also es wäre richtig geil von euch, wenn ihr das im Social Club liken würdet. Also es wäre der Hammer. Ja, das war's auf jeden Fall. Und ich sage nochmal an alle Danke, die mich da unterstützt haben, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und alle, die das Video so gefeiert haben, was ich bei YouTube hochgeladen habe. Leider nur in 720 Pixel und nicht in 1080, wie ich es eigentlich gewohnt bin von mir. Kann ich leider nichts machen. Wenn man mit dem Rockstar-Editor hochlädt, dann ist es halt in 720. Tut mir leid. Trotzdem nochmal an alle wirklich Dankeschön. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, haut rein.